Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 198. Wir sind immer noch in Area 52. Und gucken mal, wie es hier weitergeht. Schwingen wir uns erstmal auf unser Pony. Wohin gehen wir denn? Na gut, hier ist jetzt nicht viel zu holen. Mal gucken, Astraltechnologie. Für die Quest wählt eure Rolle. Bin ich mal gespannt. Warum auch nicht? Oh, kann sein, dass das schon die Gruppenquest gleich ist. Das könnte gut sein. Irgendwo ist nämlich, glaube ich, noch ein Questgeber. Gucken wir gleich mal. Astraltechnologie, okay. Doch nicht. Aber ich meine, hier ist irgendwo. Muss man nämlich hier den Enten im Kopf oder so zerstören. Irgendwie so war das. Okay, die droppen was. So komisch, sieht aus wie Lederstücke. Ich finde hier Area 50, also wie heißt es? Ich vergesse immer, wie das Gebiet heißt. Ich finde das sehr hübsch hier. So die Aufmachung. Netter Sturm. Ich glaube, die wollen nicht weglaufen. Muss man aufpullen, wie viel man. Manchmal muss man aufpassen, wie viel man pullt nicht. Lass mit den erstmal da reinlaufen. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Bestimmt. Okay, vergiss das. Ich habe gedacht, nein, hätten wir schon besiegt. Ich hätte noch Akku gezogen. Okay, alles cool. So. Warum kann man da auch zulaufen? Den mitnehmen. Irgendwo hier ist halt noch ein Questgeber. Schon böse aus hier. Ich glaube, das ist nicht normal. Einfach mal so. Wollen wieder so ein Teufel da hinten ist. Wollen wieder so ein Teufelstasche aufbauen? Aber warum? Das weiß ich nicht. Bestimmt um Area 52 zu zerstören oder so. Verstehe einer die Gründe. Sind ja auch diese komischen Astral-Dinger. Aber gut. Ich fand hier immer die Atmosphäre ziemlich cool. Vor allem mit dem Bio-Kuppeln, was es hier so gibt. Aber das sehen wir alles noch. So. Gefühlsmäßig habe ich momentan das so Gefühl, dass wir irgendwie, bevor wir noch zu den Biokuppeln kommen, 70 werden. Und dann irgendwie alles aufhört. Aber nein, wir da vollkommen sorgenfrei. Manchmal. Mal ist das alles, was
So, einmal. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mir vielleicht nochmal WoW holen soll und dann nochmal von ganz vorne anfangen soll, wie quasi hier. Oh, back to roots. Ja gut, ich würde sagen, hier ist nicht so, das können Sie mal probieren. Dann stellen wir den, ich schieße hier auch noch rum. So. Den lassen wir dann mal oben. Ich hoffe es zumindest. Oh. Also ich denke so als als Hunter dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich weiß, mein Kumpel, der war Krieger, der hat das auch ohne weiteres geschafft. Er hat mir danach mit meinem Schaman geholfen, weil mit dem habe ich das nicht hinbekommen, lustigerweise. Schießen, dann auch noch schießen. Ja, ich meine, es ist ein bisschen viel, aber es ist machbar. So, dann noch mal was drauf. Dein Freund heilen. Müssen wir da schießen? Handel sieht bis jetzt ganz gut aus. Gift drauf, auch noch ein Gift drauf. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also wie gesagt, mit Hunter kein Problem. Tja. Platz haben wir theoretisch genug. Ich glaube, ich habe es voll versammelt. So ein Mist. Okay, ich hab ihn getötet, ja, aber irgendwie hat das nicht so, was ich eigentlich wollte. Naja gut, wir kommen wieder.
Gesagt, machbar ist das. Platten ist davon, 4 von 8, machen wir 10. Schade, schade, dass das nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Guck mal gerade, welche Farbe? Gelb. Die Quest. Weil ihr gesehen habt, das für einen Hunter, für eine 3-Mann-Quest, kein Problem. Allerdings die eine Quest hat ja nicht so funktioniert, wie wir das gedacht haben. Für das Trinket. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht waren wir dazu noch zu klein. Obwohl die auch gelb damals war, oder grün sogar. Nur eine in Anführungszeichen Zweimann-Quest. Uff. Come on. Oh Mann, ey. Ist ein mega großes Teil, kein Problem. Und dann der mit seinem blöden AI macht uns platt. Fast. Mann, oh Mann. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Hm. Oh, ist da mal wieder was. Das war nicht Teil der des Plans. Fand er aber anders. So. Theoretisch Vorsprung genug haben, denken hier. Es wird bereits benutzt. Okay. Fragen wir von wem? Das weiß man an dieser Stelle nicht. Vielleicht schon in seinem Bett. Na gut, wir haben 10. Kriegen wir für die? Nee, kriegen keinen Ruf in die, oder? Ich hab gar schon gefragt. Ich meine nicht, nein. Wäre natürlich noch cooler, wenn wir dann den Ruf und das Ruf. Ruf, Ruf, Ruf. Wie gesagt, WoW, Ruf. Wichtig. Ah, jetzt können wir auch den Verschrotteten nochmal angehen. Dann machen wir in der nächsten Folge. Verschrottung die zweite. Ich würde da sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW The Burning Crusade.
Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, um nicht mehr zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!